Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Homam und Ich bin Tobit, hallo. in der letzten Video haben wir euch versprochen, dass wir heute euch gerne ein paar Tipps für Schach geben können. Deswegen machen wir heute erstmal einige Eröffnungsstrategien, also die grundlegenden Richtlinien, an die man sich halten kann. Und dann geht es weiter mit ein paar Taktiken und das war es wahrscheinlich für heute auch dann erstmal. Bei den Eröffnungstipps gibt es sieben Regeln, also sieben Richtlinien, die wir vorstellen wollen. Das ist einmal die Kontrolle des Zentrums, dann die Entwicklung von den Figuren, also vom Pferd und vom Läufer vor allem. Dann bei den Bauern ist die Regel so, dass man nicht zu viele Bauernzüge machen sollte und mit denen versuchen sollte, wieder das Zentrum zu kontrollieren. Die Türme sollten möglichst spät erst in die Aktion treten, wenn man die am Endspiel, wie man im letzten Video gesehen hat, ja noch braucht. Das gleiche gilt für die Dame. Und außerdem sollte man den König natürlich in Sicherheit bringen. Außerdem die Springer und Läufer an das Brett so schnell wie möglich entwickeln, sodass auch für das Brett gehören, also sofort so schnell wie möglich zu entwickeln. Genau, wir würden einfach mal anfangen, eine Eröffnung euch zu zeigen und dabei jeden Zug erklären, warum wir den machen. Das ist ein sehr klassischer Anfangszug. Mit diesem Zug kontrolliere ich hier vorne das D5-Feld. Ich bin bei E4 und habe damit erstmal eine sehr gute Kontrolle über das Zentrum. Außerdem habe ich die Dame und den Läufer aufgemacht. Genau, auch habe ich E5 gespielt. Man kontrolliert auch D4 und ebenfalls F4. Jetzt ein ganz klassischer Zug vom Pferd. Wie gesagt, Pferde und Läufer wollen wir sehr schnell entwickeln. Außerdem kommt dieser Zug mit einem Druck, also Schwarz muss reagieren in irgendeiner Weise, weil ich sonst den schwarzen Bauern nehmen könnte. Und mein Läufer auf C6, damit ich den Bauern schützen kann. Und auch habe ich meinen Springer entwickelt. Also, das ist ein Springer. Mein Springer. Jetzt kommt ein Läufer. Und zwar kommt er auf C4. Mit dem Zug drohe ich irgendwann mal hier auf F7 zu schlagen. Das ist ein sehr klassischer Zug, ein sehr klassischer Gedanke, weil dieser Punkt wird nur durch den König verteidigt und ist deswegen sehr schwach. Um etwas dagegen zu spielen. Man sieht ja, das ist ein schwächer Punkt. Und man geht davon aus, dass die Springer hin wollen und hier einen Druck machen möchte. Deshalb also F6 würde ich so spielen. Man spielt vielleicht anders, aber jeder natürlich kann spielen, wie er möchte. Jetzt bringe ich meinen König erstmal in Sicherheit, indem ich eine kurze Rochade mache. Man sieht jetzt, ich habe einen Wall von Bauern vor mir, bringe den Turm ein bisschen mehr ins Zentrum, aber er sollte noch auf der hintersten Linie bleiben und habe damit auch im weiteren Spielverlauf erstmal meinen König aus der Gefahr. Dann muss ich auch nicht drüber nachdenken, ob vielleicht mein Gegner mich Schach setzen könnte und dabei eine Figur schlagen kann. Danach, als nächstes Ziel, entwickle ich meinen Läufer auf C5, damit ich auch diese Linie beherrschen kann. Also, und sieht man ja, der König auf dieser Linie steht. Jetzt möchte ich meinen zweiten Läufer aufmachen, deswegen mache ich hier meinen zweiten Bauernzug. Jetzt habe ich diese ganze Diagonale für mich, auch wenn ich bis jetzt nur diese beiden Felder nutzen kann, weil ich hier sofort von einem Bauern geschlagen würde.
Als nächstes entwickle ich auch mein Springer auf E7. Es wurde gesagt, dass die Springer sofort ins Brett entwickeln, also so schnell wie möglich entwickeln. Weiß ich nicht genau, was ist besser, aber würde ich sagen, Springer und Läufer sofort an das Brett zu entwickeln, sind beide wichtig. Ich entwickle jetzt auch meinen Springer und kontrolliere hiermit wieder noch mehr Punkte am Zentrum. Kann eventuell irgendwann mal nach hier springen, wenn ich das möchte. Und mir gefällt mein Läufer immer noch sehr gut, weil er hier auch die Rochade von Hummern stört. Ziehe meinen Bauer auf B6, damit ich einen Platz beziehungsweise zwei Plätze für meinen Springer um zu entwickeln. Für deinen Läufer, oder? Entschuldigung, für meinen Läufer. Okay. Ich möchte jetzt den Springer noch, jetzt mache ich auch den Fehler. Ich möchte den Läufer ein wenig weiter ins Geschehen bringen. Er hat gerade nicht wirklich viele gute Punkte. Hier könnte ich ihn direkt abtauschen. Ich glaube, ich ziehe ihn erstmal nach hier zur Unterstützung vom Pferd. Ja. Und mein Läufer, ich spiele meinen Läufer auf B7, damit ich auch irgendwann diese Linie öffnen kann. Entweder so als nächstes Zug oder anderer Zug. Jetzt ist die Eröffnung relativ abgeschlossen. Man sieht, die Leichtfiguren sind alle im Spiel. Es sind einige Bauernzüge gemacht worden. Hier ist der König in Sicherheit. Die Königssicherheit von Schwarz ist noch nicht so gut, aber bisher ist auch noch nicht wirklich eine Drohung da, mit der man ihn angreifen könnte. Genau, es ist eine sehr friedliche Eröffnung, die wir jetzt gerade gezeigt haben. Es sind wenige Figuren getauscht worden. Es gilt natürlich, wenn der Gegner droht, eine Figur von einem zu schlagen, dann muss man die verteidigen oder eine Gegendrohung aufbauen. Natürlich als Weiß ist es ein bisschen besser, weil Weiß gerade rochiert hat und alles Schwarz hat bisher noch nicht rochiert. Aber irgendwann rochiert man, solange diese Linie von dem Läufer nicht beherrscht wird. Oder man hat die Möglichkeiten auf diese Seite und das nennt man große Rochade. Also er hat diese Möglichkeiten hier, um zu rochieren. Insofern käme man jetzt zum Mittelspiel. Dann sind so Pläne wie, dass man den Springer vielleicht irgendwann nach hier bringen möchte oder den Springer nach hier vielleicht abtauschen möchte, den Springer vielleicht fesseln möchte. Das sind dann weitere Ideen fürs Mittelspiel, aber die Eröffnung ist hiermit abgeschlossen, auch wenn Weiß ein bisschen einen Vorteil hat. Wir kommen jetzt zu den Taktiken, wie versprochen. Der Unterschied zwischen Taktik und Strategie ist, dass bei Taktik es um eine bestimmte Situation geht, aus der man dann einen Vorteil ziehen kann. Während bei Strategie geht es darum, einen Plan zu entwickeln oder zu haben, wie man langfristig einen Vorteil aufbaut. In diesem Fall stehen nur noch ein paar Figuren auf dem Brett. Sagen wir so ungefähr. Man sieht jetzt, Schwarz ist im Vorteil, weil die Dame, wie im letzten Video erklärt, ist ja mehr wert als ein Pferd und ein Turm zusammen. Aber hier kann Weiß eine Taktik anwenden, die man Doppelangriff nennt. Wenn jetzt das Pferd nach hier springt, dann greift es gleichzeitig den König und die Dame an. Der König muss sich also bewegen, sagen wir zum Beispiel nach hier. Und das Pferd kann die Dame nehmen. Diese Technik kann man mit den verschiedensten Figuren anwenden. Das geht nicht nur mit dem Pferd, aber das Pferd ist eine sehr effektive Figur, um das zu machen. Ein Beispiel für einen Doppelangriff mit anderen Figuren wäre zum Beispiel
mit den Bauern, wenn jetzt ein Bauer hier steht, der Turm dahinter und König und Dame stehen dort, dann könnte man hier angreifen und Schach sagen. Wahrscheinlich würde die Dame nehmen und der Turm würde nehmen und es wäre ein Unentschieden, nachdem der König zurückschlägt. Aber das ist wieder ein Doppelangriff gewesen, dadurch, dass der Bauer gleichzeitig den König und die Dame bedroht. Ja, nur als weitere Beispiele. Das wäre ein Doppelangriff von der Dame. In dem Fall müsste der König natürlich zur Seite gehen. Also, der müsste. Ich habe ihn einfach falsch gestellt. Entschuldigung. Ein anderes Beispiel für einen Doppelangriff wäre zum Beispiel der Turm, wenn er gleichzeitig König und Pferd angreift durch den Zug von hier nach hier unten. Genau, so viel zum Doppelangriff. Das ist eins der Genau. einfacheren taktischen Mittel, aber sehr effizient. Zweite Taktik geht es so, dass also sogenannte Fesselung. Genau, also so zum Beispiel. Und vielleicht Weiß hat einen Turm übrig. Und Weiß ist dran. Wie kann ich oder wie kann man diese Springer haben? Und zwar durch Fesselung. Man spielt auf B3. Das ist eine Fesselung, weil also Schwarz nicht die Springer bewegen kann. Kann er nicht dahin und kann er nicht dahin, weil es sofort auf den König diese Linie ist gefährlich. Außerdem darf er nicht und also darf er nicht und kann er nicht. Und jetzt Schwarz muss er bewegen. Er spielt dahin zum Beispiel und sofort kann Weiß die Springer nehmen. Und das nennt man Fesselung. Man kann auch die Fesselung ausnutzen. Das heißt, wenn der jetzt geschützt wäre durch den Bauern, sagen wir mal, wenn ich jetzt schlagen würde, würde der Bauer zurückschlagen und von den Punkten her, also Weiß würde gewinnen, aber von den Punkten her wäre das kein so großer Unterschied. Nehmen wir aber an, ich hätte noch einen Bauern, der hier steht, dann könnte ich mit dem Bauern nach hier vorne gehen und das Pferd angreifen und dadurch, dass es sich nicht bewegen darf, werde ich im nächsten Zug ein Pferd gegen einen Bauern gewinnen. Und dieser Fall, wie nennt man diesen Fall zum Beispiel? Also Weiß ist dran. Das ist ganz normaler Schach, aber das ist auch, das gehört zu Taktik. Das ist wieder ein Doppelangriff, dadurch, dass er gleichzeitig den König und das Pferd angreift. Genau. Allerdings würde das in dem Fall nicht gehen, weil erstmal der König aus dem Schach muss. Also insofern, ja. Es gibt noch eine Technik, die wir euch heute vorstellen wollen. Das ist ein sogenanntes Abzugsschach oder auch maskierter Angriff. In dem Fall wieder, Schwarz wäre im Vorteil, dadurch, dass eine Dame gegen einen Läufer und einen Turm spielen müsste. Allerdings, wenn Weiß dran ist, hat Weiß in dem Fall wieder eine interessante Technik. Und zwar, indem die Linie von dem Läufer freigemacht wird und dadurch Schach gesagt wird. Dadurch kann der Turm einen Zug lang machen, was er möchte, weil Schwarz auf jeden Fall auf dieses Schach reagieren muss. Das heißt, die schwarze Dame darf den Turm, der komplett frei steht, nicht nehmen, sondern der König muss zur Seite und Weiß wird dieses Spiel gewinnen. Dieses Beispiel hat mir sehr gefallen. Tobit hat diese Variante auch gemacht. Und es gibt auch Doppelschach. Und zwar der Turm auf
C7, dann es ist Schach von dem Turm und auch Schach von dem Läufer. Insofern muss Schwarz unbedingt bewegen. Also zum Beispiel dahin oder dahin. Und dann kann Weiß die schwarze Dame nehmen. Beim Doppelschach ist noch wichtig, es gibt keine Möglichkeit, diesen Angriff abzublocken. Man muss den König bewegen. Das heißt, egal was man macht, keine Figur könnte jetzt auf zwei Felder gleichzeitig gehen. Keine Figur kann also Läufer und Turm gleichzeitig schlagen. Und egal mit welcher Figur man diesen Angriff macht, immer ist es unmöglich, das zu verteidigen. Das ist sehr wichtig, wenn man jemanden matt setzen möchte in einer komplizierten Situation, weil manchmal dann beide angegriffen sind. Sowohl der Turm könnte jetzt zum Beispiel angegriffen sein durch einen Läufer, der noch hier steht, als auch der Läufer durch, sagen wir, eine Dame, die hier steht. Aber trotz allem müsste der König sich bewegen, weil, wie gesagt, die beiden Figuren nicht gleichzeitig geschlagen werden. Das war es erstmal mit Taktik und Eröffnungsstrategien. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt kommt noch ein kleiner theoretischer Teil zum Schach von Homma. Im Schach gibt es viele Möglichkeiten. Die Zahl der Möglichkeiten hat Claude Shannon gerechnet. Und zwar, es geht so, wenn dass die Zahl bei 10 hoch 43 liegt. Also die Zahl der Möglichkeiten wird von Claude Shannon gerechnet und diese Zahl wird bei 10 hoch 43 ungefähr liegt. Wenn die Regel des Spiels eingehalten wird, genau sehen wir ja, dass die Zahl bzw. die Möglichkeit ist sehr groß. Außerdem, wenn man aber die Zahl des, wenn, wenn die Regel des, Leb de, wenn die Regel des Spiels nicht eingehalten wird, dann die Zahl der Möglichkeiten ist sehr groß. Und zwar liegt bei ungefähr 10 hoch 120. Natürlich, ihr könnt recherchieren, was die Shannon-Nummer heißt. Also genau. Ja, das war es erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.